Hallo liebe Leute, herzlich willkommen zurück zur nächsten Folge von Haus Gartenflipper. Ja, wir sind wieder zurück, Leute. Wir sind wieder zurück. We are back in town. Oh ja, und dann gehen wir es weiter an. Wir sind gerade vor unserem Büro. Öffne eine Türe. Ah, wow. Natürlich mich nicht mehr aussperren. Ja, schöne Fotos habe ich hier auf der Wand hängen. Gut, wir sind wieder zurück. Und wir werden auf jeden Fall jetzt einmal eine Mail schauen. Archiv habe ich einige. Weihnachtsputzen, ja, braucht man nicht. Weihnachtsputzen, ja, ja. Browser, im Besitz. Wir werden zum Haus mit den ungebetenen Gästen gehen und dort natürlich weitermachen. Was wir da machen, ist ganz einfach. Wir sind mit dem Hausherren so ziemlich durch. Das Einzige, was wir jetzt noch machen, ist den Garten anfangen. Und das werden wir jetzt natürlich machen. Da schaut es natürlich wirklich extrem aus. Schauen wir mal, ich zeige euch mal das alles, was ich jetzt bis jetzt schon gemacht habe. Hier haben wir auf jeden Fall einmal das Vorzimmer. Ja, ist ja auch sehr schön, finde ich. Also kann man lassen. Da haben wir dann die Küche. Das Wohnzimmer haben wir hier. Die Küche, beziehungsweise die Küche, ja, Küche. Da haben wir schöne Sachen. Da ist das Wohnzimmer mit dem Fernseher. Ja, finde ich sehr genial. Und hier haben wir den Computerraum. Kein Kinderzimmer, sondern ein Computerraum und das Schlafzimmer. Das Schlafzimmer ist auch schon fertig. Und das Badezimmer ist auch fertig, liebe Leute. Spiegel habe ich zwar noch keinen, aber den brauche ich jetzt nicht. Haben wir denn noch was zum Reparieren? Nein. So, okay, jetzt machen wir den Garten. Wir gehen es an mit dem Garten. Da werden wir jetzt auf jeden Fall noch den Rasenmähen. Auf jeden Fall einmal, das ist ganz wichtig. Zack. Ja, den Garten müssen wir schon auf Vordermann bringen, damit wir am Gartenwettbewerb teilnehmen können. Das möchte ich natürlich auf jeden Fall machen. So verbessern wir nämlich den Wert des Hauses, Leute. Und das ist mir schon wichtig. Denn dann bekomme ich mehr Geld, wenn ich das Haus verkaufe. Das ist mir schon wichtig, Leute. So, hier haben wir eigentlich schon das eine kleine Stückchen fertig. Ja, das ist schon lange Zeit hier, dass die letzte Folge von Hausflipper online kam. Ja, und ich bin wieder da mit Hausflipper. Gibt auch zukünftig ein neues Projekt, das ist so ungefähr zumindest die Sparte des Spiels, so wie Hausflipper. Und zwar Train Station Renovation. Da muss man einen Bahnhof herrichten und dann quasi Gegenbezahlung wieder an den Kunden zurückgeben. Also das ist halt so wie Hausflipper, nur halt mit Zügen und Bahnhöfen, Leute. Aber das kommt dann einmal raus. Ist noch keine Folge draußen. Muss man meinen Kaffee schlürfen, liebe Leute. Bröstchen. So.
Der, das braucht auch ein bisschen Geld. Also 111.000 Euro habe ich schon wieder auf der Kante. Leute, das finde ich ja sensationell. Naja, was man alles da rausbekommt, wenn man so Häuser verkauft, finde ich cool. Ich finde die Relation eigentlich ziemlich schwach bei dem Spiel. Also ehrlich gesagt, die Realität ist nicht so wirklich ganz da. Beim Verkauf des Hauses. Also wenn ich jetzt ein Haus herrichte und verkaufe, also wenn ich mir jetzt ein Haus kaufe, in echt, zahle ich dafür schon meine 400.000 Euro, aufwärts aber. Und da bekomme ich für ein Haus, das ich verkaufe, gerade mal über 100.000 Euro. Also das ist ein bisschen schade. Das finde ich schade, weil das Haus kaufe ich mir ja auch. Ist ja nicht so, dass ich jetzt einfach nur ein Haus herrichte und verkaufe, sondern ich kaufe mir das Haus. Ich kaufe mir ja die Häuser. Auch um einen Spottpreis, das schon. Bekomme zwar mehr raus, wenn ich es dann wieder verkaufe, aber in echt würde ich kein Haus um 60.000, 70.000 Euro bekommen, so wie in diesem Spiel. Aber egal. Es macht Spaß, das Spiel. Ich spiele es gerne. Und ich hoffe, ihr schaut mir auch gerne zu, Leute. Ich rehe hier den Masen. Ja, dann gehen wir weiter. Ah, hat gerade gebackt, Leute. Da ist noch was über. Zack, das ist weg. Hoppala. Wollte ich eigentlich nicht. Mich verklickt hier. So. Dann geht's hier weiter auf der Leiter. So, da werden wir schauen, dass wir das alles, also nicht alles, aber wir werden dann eh mit der Motorsense weiterarbeiten müssen, um die ganzen Ränder zu schaffen. Ja, das schaut einmal gut aus, Leute. Denn ich will am Gartenwettbewerb teilnehmen und da müssen wir den Garten auch herrichten. In dieser Folge werden wir auf jeden Fall mal den Rasen machen, alles sauber machen. Auf jeden Fall. Das ist ja mittlerweile, ihr seht es ja hier rechts unten, die 13. Folge. Wer die ersten 12 verpasst hat, der kann sie einfach nachschauen, Leute. Ist ja kein Problem. Oder zumindest immer wieder eine Folge anschauen oder hin und wieder mal eine Folge anschauen. Damit ihr halt seht, wie das alles entstanden ist mit meinem Geld und so weiter. Aber es ist eh eigentlich ein Spiel, was immer wieder von vorne beginnt. Das heißt, Häuser kaufen, herrichten, verkaufen. Häuser kaufen, herrichten, verkaufen. Also das ist eigentlich jetzt keine Story, kein storybasiertes Spiel. Von dem her verpasst ihr eigentlich nicht wirklich was, wenn ihr jetzt einmal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Folgen nicht seht. So. Playtime, also ich habe quasi jetzt mittlerweile eine neue Playtime. Bei mir waren die meisten Videos so um die 15, 16, vielleicht 17 Minuten. Die neue Playtime bei mir wird sein zwischen 20 und 25 Minuten. Denn
wenn es jetzt einem nicht gefällt, schaut er keine, schaut er nicht einmal eine Minute. Wenn es einem gefällt, der schaut sowieso so lange das Video dauert. Also von dem her habe ich mir gedacht, erhöhe ich die Playtime etwas. Ja. Egal. Diese Folge, schätze ich mal, werde ich 20, 22 Minuten machen. So. Leute, ich bin hier fertig und jetzt kommt dieses Gerät hier, um die Ränder zu machen. So, und zwar hier. Ja, das schaut schon mal gut aus. Jetzt hier weiter. Alle Ränder hier wegmähen. So, damit alles weg ist, wirklich alles weg ist. So, haben wir hier noch. So, da noch, na bitte, hier und da. Da ist Unkraut, weg damit, weg mit dem Kraut. Braucht keiner. So, hier haben wir noch was. Das zeigt er mir nicht an. Oh ja, da, doch. Ja, muss ich erst das Gerät in der Hand nehmen, Leute. Damit er mir das auf der Karte anzeigt. Weil ich gehe nach der Karte. Ob hier noch überschüssiges Gras ist. Ja, hier haben wir noch was. Hier haben wir noch was. Sehr genial. Also da haben wir schon wieder gebackt. Es backt recht ordentlich, muss ich sagen. Seit dem April-Update backt es herum. So, wir sind mit dem Rasen eigentlich fertig. Das heißt, wir können jetzt anfangen mit dem Einrichten, liebe Leute. Einrichten. Mit dem Herrichten des Gartens. Und zwar werden wir Folgendes jetzt mal tun. Wir machen mal da hinten einen Pool. Das ist einmal wichtig. Ein Pool ist schon cool. Es reimt sich. Leute, ein Pool ist schon cool. Und zwar hier werden wir einen Pool machen. Da werde ich mir auf jeden Fall im Shop was ist HG? Besuche Sunset Bay und verliere dich in der Renovierung von Küstengebieten, zusammen mit den Guides von HGTV-Programmen. Aha, HGTV-DLC, das muss ich haben, Leute. Dutzende neuer Gegenstände, neue Mechaniken und noch mehr Häuser bieten beispiellose Möglichkeiten. Sehr genial, werde ich einmal tun. Aber wir werden jetzt in den Garten gehen. Sonstiges gibt es hier irgendwo einen Pool. Erholung. Ich werde auf jeden Fall mal eingeben. Schwimmbecken mit Gegenstrom, großes Schwimmbad. Wir werden ein großes Schwimmbad nehmen. Natürlich Karo-Farbe jetzt kaufen. Dann werden wir das hier hinstellen.
Zack. Na bitte, Leute. Okay. Das heißt, wir werden weitermachen. Das ist einmal der Pool. Dann haben wir... Werden wir so machen, dass wir da irgendwie Pflastersteine hinbauen. Nein, die passen eh. Das finde ich sehr gut. Da werden wir einen Griller machen. Einen Griller, Leute. Spielplatz, Schaukel, Hängematten, Grills und Feuerungen. So, was werden wir dafür einen Grill machen? Ich finde diesen Grill, den Grill Wengel, finde ich, den Grill Fengel finde ich sehr cool. Pizzaofen. Nein, Grill Fengel. Werde ich mir jetzt einen kaufen. Sehr gut. Hier werden wir eine Gartenbank oder irgend sowas hin tun. Hängematten brauchen wir nicht. Außen, Fitnesscenter, Schaukel, Spielplatz, Zubehöre. Okay, das brauchen wir nicht. Erholung. Okay, das ist nichts. Zäune, Möbel. So. Liegestühle, Leute. Wir werden dieses Sofa nehmen. Saurus Sofa. Das finde ich ja cool, nämlich. In schönem... Nein, ich werde einfarbig nehmen. Weiß. Das Holz... oben... werde ich rötlich nehmen. Primärfarbe... die Polster, jawohl, anderer Polster. So. Jetzt kaufen. Und das werden wir hier hinstellen. Ja, aber da passt der Grill hier nicht hin. Den muss ich aufheben. Den Grill muss ich woanders hingeben. Den werde ich mal hier rausgeben. Weil hier ist der Erholungsplatz quasi. Ja, hier soll der Erholungsplatz werden. Finde ich cool, das reicht eigentlich schon. Eine Überdachung wäre cool, beziehungsweise so ein Sonnenschirm. Regenschirme. Ich finde diesen gut. Gartenschirm Stern. Da finde ich Farbe nicht so berauschend gut. Schönes Gelb oder schönes Grün. Schönes Gelb. Jetzt kaufen. Das geht sich hier nicht aus. Ja, den werde ich hier hinstellen. Cool, auf jeden Fall. Gartenwettbewerb können wir noch nicht teilnehmen, weil der Garten ja noch nicht wirklich da ist. Dann werde ich Pflastersteine legen. Bam, 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 bam. So. Decken. Gut. Also, wir werden hier auf jeden Fall einmal... eine so eine Platte legen. Pflasterplatte kieseln. Oh, nein, das gefällt mir nicht mit Kieseln. Tut ja weh auf die Füße. Hm, Leute. Pflasterstein mit einfacher Fischgrätenmuster. Ja, warum nicht? Ich kaufe viele. Dann werden wir es hier machen. Ja.
Das werden wir auf jeden Fall mal wegstellen. Das werden wir hier rüberstellen. Ja, und das werde ich auch wegstellen. Wir werden das komplett machen. Da werde ich mal hier hinstellen. Kaufe viele. So. Da muss ich genau, das muss man immer so genau legen, Leute. Aber ich kann das schon. Ich bin ja schon halb Profi in dem Spiel. Also wenn ich ein Spiel kann, überhaupt irgendwann einmal, dann ist es House Flipper, Leute. Sehr genial. Das schaut ja genial aus. Na bitte. Super, das muss ich immer so ganz genau machen. Das ist das, was ich mache. So. Dann werde ich noch zwei Reihen dazu machen. Auf jeden Fall. Da, ba, da, ba, 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 ba. Ja, seit dem Update hackt sie immer wieder das Spiel. Was ich schade finde. Da, da, da. Das ist, ich finde den Stein sehr schön. Eigentlich. Sonst hätte ich ihn mir ja nicht ausgesucht, liebe Leute. So, eine einzige Reihe machen wir hier noch hin. Dann haben wir das fertig. Haben wir das fertig. Sehr cool. Wir haben das einmal fertig. Und wir sind auch mit dieser Folge fertig. Wir machen das nächste Mal weiter mit unserem Hausflipper, liebe Leute. Ja, der Garten hat begonnen, liebe Leute. Lasst mir bitte ein Like da. Wir sehen uns hoffentlich in Folge 14 wieder, wenn es wieder heißt Hausflipper. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Sage wie immer, Game over und ciao.